Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in Bolivien auf unserem Grind Richtung Tier 1. Ein paar Dinge habe ich gemacht seit der letzten Folge und zwar habe ich den Renderer geändert, mit dem ich aufnehme. Ist jetzt der neue NV-Enk, also der mit wohin dran steht in Klammer New. Und zum anderen habe ich Snake eine Augenklappe verpasst. Passt natürlich besser als die Sonnenbrille. Und ich habe die HTI einmal weiter gelevelt, damit sie jetzt Max-Schaden macht. Und habe stundenlang Ressourcen gefarmt, wie ihr hier sehen könnt. Und damit möchte ich jetzt dann doch die 556 XI, die ich eigentlich schon seitdem ich sie freigeschaltet habe, benutze ich nur die Waffe. Abgesehen von der Armbrust, die hatte ich mal noch eine Zeit lang genutzt. Aber seit ich Sturmgewehr wieder spiele, eigentlich immer nur die 556 XI. Ich möchte aber jetzt tatsächlich wechseln auf die Elvo AC Bad News. Denn sie ist im Grunde doch besser, abgesehen davon, dass sie halt nur ein Drittel von dem Schaden macht. Aber sie ist präziser, ist besser, also hat eine bessere Handhabbarkeit. Das heißt, man kann die Waffe besser anlegen, zum Beispiel schneller zielen. Hat eine höhere Feuerrate, eine etwas höhere Durchdringung. Hat leider weniger Reichweite. Muss ich mich halt nochmal ein bisschen umgewöhnen, was das Schießen angeht. Und ja, aber was den Schaden angeht, dafür habe ich die Ressourcen gefarmt. Denn ich möchte den Schaden aufwerten. Und das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. Die Ressourcen werden schnell weniger und wahrscheinlich gleich leer. Wir haben sie auf Max Level gekriegt mit den Ressourcen, die ich gefarmt habe. Da haben sich die, keine Ahnung, 5 Stunden oder so, die ich jetzt Konvois überfallen habe, ja echt gelohnt. Geil. Und ich dachte schon, der Sprit oder die Funkausrüstung, die gehen uns jetzt aus. Geil, das können wir so richtig vergleichen. Jetzt auf Max Level macht die Bad News sogar mehr Schaden als das 556 XI. Damit ist das 556 XI offiziell in allem besser, außer der Reichweite. Wobei das Magazin ist kleiner. Wir sehen es hier unten. Ich habe da ein erweitertes Magazin. Auf der anderen haben wir 50 Schuss. Hier nur 30. Das könnte eventuell ein Problem werden. Kann man den Schalldämpfer abmontieren? Ja. Ja. Es hat ein Adpial-Laservisier. Heißt auch Adpial, ne? Oder Abzial. Ich sage immer Abzial, aber ich glaube, es heißt Adpial. Heißt's? Wie heißt's? Wo ist es? Adpial. Ja, Adpial. Ist das eins, das man mit Nachtsicht sehen kann? Ja, es ist ein Nachtsicht-Laservisier-Dingens. Geil. Das ist geil. So, ich habe entschieden, wir machen nochmal jetzt, da wir den Predator nochmal machen können, machen wir den jetzt und fangen genauso an wie letzte Aufnahmesession. Und zwar, indem wir halt den Predator töten und sobald er runtergeht, auf die Knie und wir weglaufen müssen. Gehen wir... aktivieren wir den Booster. Oh, eine neue Waffe, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben sie aufgescheucht. Aber es ist halt... ansonsten halt auch irgendwie doof, ne? Dann schaltest du Waffen frei, nutzt sie nicht. Und dann dachte ich mir so... Geht's Ihnen gut? Ich weiß es nicht. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Es... allerdings ein kleines Magazin, da muss ich mich erst umgewöhnen. Lachhungler. Die Waffe sieht aber schon geil aus, ne? Ich mag's. Und wie sind Sie entkommen? Es hat mich verschont. Hui! Ja, ist perfekt. Fast perfekt. Ist ja perfekt, wenn es mich nicht wie ein störriger Gaul abwerfen würde. So.
Oh, diesmal zuerst zum Altar und dann zu den Hängenden. Was war das denn? Hat ihm noch einen Schubs gegeben beim Absteigen. Komm, prüfen, untersuchen. Bin ich mal gespannt. Wie der Predator mit dem Gewehr klappt. Das war keine Machete. Ich muss auf jeden Fall zu sauber. Viel öfter nachladen. Na gut, ohne Dingen sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Ja, ohne Schalldämpfer sieht es ein bisschen dämlich aus, das Gewehr. Mit Schalldämpfer sieht es richtig fett aus, aber so ohne Schalldämpfer sieht es aus, als wird da vorne ein Stück an der Waffe fehlen. Naja, man kann nicht alles haben. So. Hey, ich komm nach. Ich habe auch in Videos gesehen, habe ich ja schon mal erwähnt, dass die Bad News so gut sein soll. Upsa. Vor allem wahrscheinlich, weil das so eine hohe Durchdringung hat. Ich glaube, es gibt kein Sturmgewehr, das eine höhere Durchdringung hat. Leveln kann man ja immer nur den Schaden. Ja, die Durchdringung ist bei allen schlechter. Huch, warum ist denn jetzt hochgehüpft? Oh Gott, Mausrad brauchst du hier gar nicht zu scrollen. Warum hüpft der immer wieder hoch? Was soll der Scheiß? Und Geräuschminderung und sowas ist jetzt natürlich ganz unten, weil ich keinen Schalldämpfer drauf habe. Aber ist eigentlich auch wurscht. Da hängen sie. Oh, ich muss nochmal wechseln. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich üblen Kampf. Ich soll nachher aus Versehen mit dem Granatenwerfer da rumschießen. Wer sonst? Ich glaube, ich schnapp mir das Boot. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Nein, tun wir nicht. Wir haben alle Informationen. Es gibt keine Informationen mehr, die wir noch haben könnten. Ich habe keine Lust rüber zu schwimmen, deshalb nehme ich das Boot. Ich fahre. Ist das echt? Was sehe ich mir hier an? Ist das echt? Was meinst du? Keine Ahnung. Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Ich krieg die Dialoge einfach nicht. Ist das echt? Ich krieg die Dialoge einfach nicht perfekt hin. Wenn ich das wüsste. Ich müsste die ganze Mission noch viel öfter hintereinander spielen. Viel schneller. Können wir da hin? Wir könnten hier vorbeifahren. Theoretisch. Komm, machen wir einfach mal. Oder? Müssen wir nicht durch den ganzen Wald laufen. Wir können auch hier vorbei. Da sind aber die Stege. Auf denen stehen Gegner. Hier sind natürlich auch Gegner. Aber... da, das Neonblut lassen wir mal links liegen. So, in die Richtung, ne? Nee. In die. Dö, 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 in die. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ich bin mal gespannt. Also ich habe bis jetzt noch keine Folge hochgeladen. Die erste Folge erscheint ja am... Am 1. glaube ich, ne? Am 1. September müsste die erste Folge erschienen sein. Gut, ich meine, für euch ist das alles ein alter Hut. Achso, ich habe noch was gemacht. Muss ich mal noch zeigen. Achso, nee, ich habe ja Snake, habe ich ja schon gezeigt mit der Augenklappe, ne? Vorne sitzt er. Habe ich ja schon gezeigt. So. Ich liebe es, mit dem Boot über den Boden zu kratzen.
Oh, ich habe ein bisschen Angst jetzt, was das angeht. Wegen so wenig Munition. So. Da ist er schon gelaufen. Krass. So, hier. Mitten rein. Und wir rufen natürlich auch nochmal Verstärkung. Ich mach wie ein Dino. Ja, ist doch vielleicht gar nicht so weit entfernt vom Dinosaurier. Alter, wie die ballert. Hat natürlich auch nur eine Standard-Schulterstütze. Die Bad News. So, wo ist Westen? Da ist mein Baumtrio. Hier lässt sich am besten gegen den Predator kämpfen, weil man von überall mehr oder weniger Deckung hat. Alle bereit? Feuer! Hurra! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Das sieht geil aus mit dieser Schnur auch da. Da war er, habt ihr ihn gesehen? Da ist er hochgehüpft. Geübt. Wir haben Verluste. Also auf Distanz. Treffe ich mit dem nicht so gut. Wolltest du mich verbluten lassen? Leute, was macht ihr denn? Ist er weg? Ja, dann geht ihr mal wiederbeleben. Greife Tangos an. Ja, mach das mal. Wiederbeleben. Halte durch, ich bin schon da. Geht doch. Gott verdammt. Wo ist er? Da. Welche Feuermodi hat die denn? Einzelfeuer und auch Vollauto. So. Bereit machen. Feuer. Alles klar. Ich will nicht, dass die Rebellen hier bei mir rumstehen. Denn... Alter, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter ranzoomen. Verluste. Hey. Geht den wiederbeleben. Meine Fresse. Macht schon. Bleib da, ich komm zu dir. Genau. Mach das. Hüpf. Das hat aber gedauert. Ja. Schätze mal am Boden. Geht der jetzt schon so brutal ab? Da, alles da war gut, er. Ich habe ihn gerade gesehen, nicht. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Die sehen ihn, ich nicht. Oh, oh. Boah. Ich hab den Laser nicht gesehen. Holy. Holy Potatoes. A Predator. Scheiße nochmal. Hey, Sackgesicht, hier. Ich sollte bei meinen Bäumen bleiben. Schuster, bleib bei deinen Bäumen. Oh, ich will den Fotomodus aktivieren, wenn er sich nochmal rein auftaucht. Wenn er nochmal auftaucht. Jetzt. Ich will mal ein ordentliches Bild von dem kriegen. Boom, Headshot. Ich habe mir den noch nie so genau angeguckt. Der Laser sollte da rauskommen, oder? Und nicht aus seiner Stirn. Schade, dass er die Handgelenksklingen nicht einsetzt. Okay, er hat eine Trophäe auf dem Rücken. Warum hat er keine Schädeltrophäen am Gürtel? Er hat generell ziemlich wenig Rüstung an.
einen schönen Schnappschuss. Und zwar machen wir hier Tiefenschärfe ein. Schon gerne irgendwie ganz drauf. So. Dann hier aus und dann zack. Einmal hüpft die Kamera runter, weil. Ja, weil ich Screenshot auf Steuerung F12 habe und auf Steuerung gehe ich auch mit der Kamera runter. So, dann geht's jetzt weiter.